Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über Klerasil geschrieben, welches er mit 4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Mit Klerasil werde ich immer meine erste Erfahrung aus meiner Jugend verbinden. Die ersten Pickel waren sichtbar und Klerasil schien damals als einzige Marke zu sein, die sich auf Jugendhaut konzentriert und dafür die Lösung anbietet. Auch die enorme Präsenz im Fernsehen verstärkte bei mir diesen Eindruck. Heutzutage stehen wesentlich mehr Produkte im Regal von unterschiedlichen Herstellern für immer speziellere Probleme, aber auch Klerasil hat sein Sortiment fortlaufend erweitert und erneuert. Klerasil hat seinen Ursprung in Amerika 1950 und geht auf den Erfinder und Gründer Ivan Gombe zurück mit der Hilfe von Chemiker Ketsi Teller. Klerasil gilt tatsächlich als die erste Marke, die sich den Hautproblemen von Jugendlichen angenommen hat, hinsichtlich Akne und Pickeln. Die Formel für das erste Produkt basierte hauptsächlich auf Schwefel und Resorzin. 1961 wurde die Marke übernommen von Richardson Riggs und 2000 gehörte Klerasil zur Boots-Gruppe. Boots Healthcare International wiederum wurde 2006 von Ragnick Becknixer gekauft. Die Produkte beschäftigen sich alle mit Hautpflege und der Bekämpfung von Akne. Dafür hat Klerasil unterschiedliche Serien herausgebracht, die auf verschiedene Ansprüche der Haut reagieren. Die Klerasil Ultra-Reihe soll eine schnelle Hilfe gegen Pickel und Hautunheiten sein. Die Serie besteht aus diversen Waschgels, Peelings, Cremes, einem Pickelgel, Gesichtswasser und Akutpads. Die Klerasil Daily Clear-Serie ist für die tägliche Reinigung gedacht und ist wesentlich sanfter zur Haut. Hier gibt es Peeling, Waschgel, Gesichtswasser, Waschcreme und Reinigungspads. Da sich ein Großteil der Produkte an Leute mit Akne richtet, sollte man davor wissen, was das überhaupt bedeutet. Viele glauben, dass man nur dann von Akne spricht, wenn man ein sehr unreines Hautbild hat, welches voll und voll mit Pickeln und Mitessern ist. Akne kann auch einen einzelnen Pickel meinen. Es ist eine Mär, dass Akne nur Teenager betrifft und im Erwachsenenalter nicht mehr auftritt. Beide können gleichermaßen Akne bekommen, nur sind Jugendliche häufiger davon betroffen, weil sich in der Pubertät auch das Hautbild verändert, die Haut insgesamt fettiger ist, was einen anfälliger für Akne macht. Akne erscheint nicht im Gesicht, es kann auch an anderen Körperstellen wie den Schultern oder auf dem Rücken entstehen. Auch diese Stellen kann man genau wie das Gesicht behandeln. Man sollte Pickel nicht ausdrücken, denn das fördert Pickelnarben, die man dann unter Umständen sein Leben lang trägt. Einen Pickel sollte man ruhen lassen und mit Pflegeprodukten bekämpfen. Wenn man enorme Probleme mit Akne hat, die man selbst nicht in den Griff bekommt, sollte man nicht davor scheuen, einen Dermatologen aufzusuchen. Wenn man über Akne spricht, kann man nicht über Mitesser hinwegsehen. Mitesser sind erweiterte Haarfollikel, die verstopft sind mit Talg und Bakterien. An der Hautoberfläche sieht man sie als schwarze kleine Flecken. Das Schwarz dabei sind abgestorbene Hautzellen, die durch die Pigmente der Haare schwarz erscheinen. Typischerweise bekommt man Mitesser überwiegend an der Stirn und die Nase herum. Wie ich schon angedeutet habe, begleiten mich Klerasil-Produkte schon sehr lange. Ich möchte nicht sagen, dass ich immer etwas von Klerasil bei mir stehen habe, da das übertrieben wäre, aber ich greife definitiv immer darauf zurück, wenn ich wieder irgendwelche Hautprobleme in Form von Pickeln bekomme. Jede Haut ist anders, hat andere Ansprüche und andere Gegebenheiten. Was für mich funktioniert, kann bei den anderen zu noch mehr Hautproblemen führen. Wenn man ölige Haut hat, sollte man keine Pflege nehmen, die sich an trockene Haut richtet und umgekehrt. Klerasil hat zunächst den Anspruch, Pickel zu bekämpfen und unterscheidet nicht zwischen trockener oder normaler Haut. Deswegen ist es auf jeden Fall einen Versuch wert. Meine Haut würde ich als normal bezeichnen, die an manchen Stellen zu Trockenheit neigt. Pickel tauchen bei mir gelegentlich auf, wenn ich dann also eine Phase habe, wo ich vermehrt Pickel feststelle, integriere ich meistens ein oder zwei Produkte von Klerasil in meine Routine. Mein Liebling ist das Klerasil Ultra Rapid Action Akut Pickel Gel, denn dies vermindert in nur 4 Stunden die Sichtbarkeit von Pickeln. Wenn ich also etwas vorhabe, wo ich möglichst mein bestes Ich aussehen möchte, verwende ich dieses Gel. Das Gel wird gezielt auf den Pickel aufgetragen und reduziert die Rötung des Pickels sowie die Größe. Die Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass die Verstopfung der Poren aufgelöst wird, um die Unreinheit so zu bekämpfen. Das zweite Produkt, was ich in die Routine einbinde, ist immer etwas vom Waschen. Da habe ich bisher kein Liebling ausmachen können, da sie alle gleich funktionieren. Das Klerasil Ultra 5-in-1 Waschgel ist wohl am handlichsten, was die Benutzung angeht, da es mit einem Pumpenspender kommt und es meiner Meinung nach auch am schnellsten geht. Wenn ich das Waschgel habe, verwende ich es mindestens einmal am Tag und maximal zweimal am Tag. Es soll die Poren öffnen, Hautunreinheiten vorbeugen, Rötungen reduzieren, Mitesser in ihrer Größe verringern und die Haut mattieren. Dass die Haut danach sofort matt erscheint, im positiven Sinne, sie glänzt nicht ölig, kann ich bestätigen. Was mir aber glaube ich besser gefiel, war das Peeling, weil ich das Gefühl hatte, dass es eine spürbare Wirkung hinterlässt. Klerasil Ultra 5-in-1 Peeling. Von der Wirkung her setzt es an der gleichen Stelle an wie das Waschgel, nur ist es in gewisser Form aggressiver. Es sind kleinere Peelingkörner enthalten,
die die oberste Schicht der Haut abnehmen soll, die toten Hautzellen. Danach fühlt sich die Haut gleich glatter an und man bekommt so ein frisches Gefühl, welches sich nur vergleichen kann mit dem Gefühl, ein Pfefferminz-Kaugummi gegessen zu haben, nur eben auf der Haut. So ein Peeling gibt es auch in Form von Ultra Rapid Action Akupads. Das sind kleine feste Tücher, die getränkt sind in einer klärenden Lösung und mit einer rauen Oberfläche, die den Peeling-Effekt erzielt. Diese Pads habe ich jetzt erst seit ein paar Tagen und kann noch nicht viel zu der Wirkung sagen. Vorteil hier ist aber, dass man sie unterwegs mitnehmen kann und man sein Gesicht nicht mehr abwaschen braucht. Es ist also schneller und macht mir bisher einen genauso effektiven Eindruck. Hautprodukte sind etwas sehr Individuelles und können funktionieren oder auch nicht. Ich bin soweit zufrieden und würde es Freunden empfehlen. Die Produkte von Clairasil sind nicht übermäßig teuer und es gibt viele Märkte, wo man sie auch zurückbringen könnte, wenn sie nicht gefallen. Man geht also kein hohes Risiko ein, es zu probieren. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.